Was geht ab? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Die Saison ist vorbei und es steht der erste Vlog der Sommerpause an. Wir fahren nach Hamburg, denn beim Champions League Finale kam mir eine coole Idee. Henk ist dabei, Ole ist dabei und was wir dort machen, das werdet ihr dann sehen. So Freunde, ich bin fresh gemacht. Ich würde sagen, Outfit sitzt. Ab geht's. Warte kurz, ich muss kurz ein bisschen was überlegen. Nee, Digga. Nicht Regen. Läuft? Darf ich abfacken? Halt Popel? Zeig mal. Nein. Zeig mal. Halt Popel an. Sieht gut aus. Ja, Freunde, wir sind unterwegs. Wohin fahren wir? Wir fahren zum Relegationsspiel um die Regionalliga Nord. Komisches System, sage ich später noch was zu. Aber wir fahren nach Hamburg und gucken dort Concordia gegen Todesfelde. Todesfelde wäre ganz cool, wenn die es packen. Ist für uns ein schönes Derby. Die haben auch ein paar Fans. Das ganze Dorf wird, glaube ich, am Start sein. Werdet ihr alles sehen. Ja, ich glaube, Todesfelde macht das Ding, denn Concordia ist, wie viele sind die geworden? Fünfter geworden, weil die anderen alle in Hamburg nicht aufsteigen wollten oder wollen. Und deswegen glaube ich, dass Todesfelde das Ding auch macht. Ich sage, 4-2 gewinnen die. Ole sagt 4-1. Und du sagst? 4-0. 4-0. Gewinner, also wer richtig tippt, kriegt Essen umsonst. Und ja, wir fahren jetzt noch gut 10 Kilometer, dann sind wir schon da. Und dann geht's weiter. Lieben! Beim Ruhigbraten. Wann weiche? Monaco-Braten! Oder erstmal Monaco-Braten. Da ist das Ding, Freunde, wir sind angekommen. Alles super geklappt. Und ein paar Jungs von Todesfelde sind auch schon da. Wir sind schön im Gästeblock. Abfahrt! Halbzeit 1-1, sehr hitziges Spiel, nicht viele Chancen, fußballerisch auch nicht überragend, aber viele Nicklichkeiten, Sticheleien, ja, aber es ist Relegation, man kennt es, das ist viel Kopfsache und ja, ich bin gespannt auf die zweite Halbzeit. Tipps sind noch alle drin, außer Henk hat reingechoked, 4-0 hat er gesagt, aber ja, ich glaube, so viel wird nicht mehr passieren, aber lassen wir uns überraschen. We'll be right back.
So, ab nach Hause, Essen war. Özurfa ist immer wieder wild. Leute, ich war, glaube ich, über 3 Jahre oder so nicht da. Aber egal, ja, Spiel 1-1. Ich glaube, Concordia war die aktivere Mannschaft und auch bessere Mannschaft über 90 Minuten. Aber, wie schon im Champions League-Finale, das ist nicht immer alles. Ja, Elfmeterschießen, nochmal zur Thematik. Die machen immer Elfmeterschießen danach, weil wenn es in dieser Vierergruppe, woraus die Relegation besteht, Punkt- und Torgleichheit herrscht, dann wird dieses Elfmeterschießen gemacht und der Gewinner hat halt sozusagen extra Punkt. Wenn euch das interessiert, schreibt gerne in die Kommentare. Ich werde darauf antworten und euch das nochmal erklären. Jetzt geht's aber nach Hause und dann würde ich sagen, wartet die Trikot-Auslosung auf euch. Wir haben übrigens alle daneben getippt, also musste jeder selber zahlen. Trikot-Auslosung, ich bin gespannt, ihr seid live dabei. Also, vamos! Freunde, wir sind wieder da. Ich hoffe, der kleine Einblick hat euch gefallen. Meine. So, Freunde, ich hoffe, der kleine Einblick hat euch gefallen. Regionalliga Nord-Relegation sieht man ja auch nicht so häufig, aber ich hoffe dennoch, hat irgendwie gebockt. Kommen wir nun, wie versprochen, hierzu. Das Ding wird verlost. Ich werde mir keinen Kommentar aussuchen. Ihr seid live dabei. Und wir lassen es alles so passieren, wie es ist. Komm mal einmal rum. Hier seht ihr es. Link ist eingefügt. Kommentare geladen. Dann würde ich sagen, pick the winner. Trommelwirbel. Wow. Michael Carstensen. Cooles Ding. Wirklich cooles Ding, dass du gewonnen hast. Michael Carstensen. Wir haben zusammen einen Podcast aufgenommen. Herzlichen Glückwunsch. Du hast das Trikot gewonnen. Und ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt noch mit hinzupacken soll, aber ich mache es einfach. Aktiv kicken machst du, glaube ich, nicht mehr, aber du hast Familie. Vielleicht kannst du es weitergeben. Mein Lunchbeutel gibt es natürlich zum Paket dazu. Powerade, Red Bull Zero. Dazu gibt es natürlich Energy Gel, 2 Stück und einen Riegel. Ich werde mich bei dir melden bezüglich Adresse und so weiter. Vielleicht bringe ich es dir auch persönlich vorbei. Du kommst ja auch aus Flensburg. An alle anderen nicht traurig sein. Das war sicherlich nicht das letzte Gewinnspiel. Und dann war es das mit dem Video. Vielen Dank fürs Mitmachen. Hat echt Bock gemacht. Nächste Woche sehen wir uns wieder. Da gibt es auch ein cooles Video. Hab was Cooles geplant. Seid gespannt. Dann würde ich sagen, reingehauen. Bis nächste Woche. Vamo.